Ich hätte gar nicht gedacht, dass das Fernsehen so eine große Anstalt ist. Was es alles gibt, Archiv, meine Güte, Betriebstechnik, Sendeleitung, Nachrichtenstudio. Hey, Nachrichtenstudio. Hier also kommen die Nachrichten her. Es ist gerade soweit. Da will ich mal zugucken. Hallo, ihr Lieben. Mal gucken, was es Neues gibt. Es hat noch nicht angefangen. Haben wir irgendwelche Entfaller? Guten Morgen, Elmar. Ja, die 4 ist raus, bitte. Jo, danke. Da entfällt also eine Meldung. Zuschauer, US-Außenminister Baker und sein sowjetischer Kollege Besmertnich. Sagen wir eigentlich Besmertnich oder Besmertnich? Wir waren das sowas, Kinder. Weiß keiner? Na, vielleicht einer von denen hier. Ach, nee, die haben was anderes zu tun. Das ist ja die Regie. Von hier aus wird die Nachrichtensendung ja gesteuert. Hier werden Bild und Ton gemischt. Und einen Regisseur gibt's auch. Guten Morgen, verehrte Zuschauer. Ah, es geht los. Ja, der sitzt ja nur vor einer blauen Wand. Auf dem Monitor eben waren doch Fotos hinter ihm. Alles gemogelt. Und überhaupt, wenn er in die Kamera guckt, sieht er da seinen Nachrichtentext. Was macht die denn da? Der liest einfach nur ab. Ja, das könnte ich auch. Und was machen die in der Regie? Ah ja, es gibt ja immer wieder irgendwelche Filmberichte dazwischen. Die müssen exakt eingeblendet werden. Die müssen doch auch irgendwo herkommen. Ah ja, daher. Wenn es schnell gehen soll, über Satellit. Vielleicht sind diese Bilder erst vor ein paar Minuten angekommen. So, EBU Washington, Big News. Besmertnich trifft Bush. In Washington. Ja, so kommen die Nachrichten an. Und jetzt werden sie aufgenommen? Auf Band. Auf dieser Maschine da, auf der Matz. Magnetische Aufzeichnung. Funktioniert wie mein Videorekorder. Nur das Band ist ein bisschen breiter. Tja, von hier aus geht's jetzt ins Studio. Da sitzt er wieder vor seiner blauen Wand. Aber hey, Moment mal. Auf dem Monitor und im Fernsehen sieht's doch so aus. Da ist doch ein Bild dahinter. Da, eine Karte von Jugoslawien. Ne? Wie kommt denn die da hin? Ja, ich hab mir's fast gedacht. Da sind wieder Computer im Spiel. Und mit diesem hier wird wohl gerade die Karte gezeichnet. Mit so einem Malprogramm, ja. Ja, jetzt ruft sie einfach die Jugoslawien-Karte ab. Der Computer hat ja alles drauf. Und malt noch ein bisschen was dazu. Ah, eine Flagge, ja. Ja, ein anderer Computer wird jetzt diese Karte in das Fernsehbild reinstanzen. Und zwar überall dahin, wo es blau ist. Deshalb die blaue Wand dahinter. Ja. Sehr interessant. Die Präsidenten der 6 Teilrepubliken werden an dem Treffen allerdings nicht teilnehmen. Slowenien und die Führung in Belgrad beschuldigen sich weiterhin, die Abmachungen über die Entflechtung der Kampfeinheiten nicht zu befolgen. In München haben rund 7000 Bauern gegen die Pläne zur Agrarreform in der Europäischen Gemeinschaft. Habt ihr gesehen? Vor der Kamera hängt ein Bildschirm mit dem Text. Der liest ab. Was macht ihr eigentlich hier? Ausgleichszahlungen an die Landwirte vor. So sollen die Überschüsse auf dem Agrarreform. Man muss noch eine Meldung holen. Die Bauern bezeichneten die Vorschläge von EG-Kommissar McSherry als unannehmbar. Die Preissenkungen gefährdeten die Existenz der Landwirte, sagte der Präsident des Bauernverbandes Heeremann. In Hongkong. Ah ja, in Hongkong haben wir. Ah, ich kurbel jetzt hier den Text an ihm vorbei. Da muss ich ja aufpassen, dass er mitkommt. Auf eine Baustelle auszuweichen. Nee, dass ich mitkomme. Dort luden sie die Beute in einen anderen Wagen und flohen. Das Geld stammt von einer amerikanischen Bank und soll nach Taiwan transportiert werden. Geht doch. Durch die Hitzewelle in Deutschland besteht wieder erhöhte Waldbrandgefahr. Wegen der Holzreste, die noch von den Sturmschäden des vergangenen Jahres in den Wäldern liegen, ist die Lage besonders problematisch. Meine Damen und Herren, ich glaube, da liegt uns ein kleiner technischer Fehler vor. Wir schalten erst einmal um nach Bonn. Was durcheinander? Tut mir leid. Eigentlich wollte ich doch ganz was anderes hier. Es geht um Käfer im Wind. Verdammte Käfer. Das ist eine Kassette, selbst gedreht. Interessiert doch keiner meine Fliege, Mann. Wieso Fliege? Achso, Fliege. Ich bin ja schon weg. Die Wetteraussichten. Das